geöffnet und haben 313 Zimmer, welches alle Superior-Zimmer sind. Der einzige Unterschied ist der Blick. Das heißt Poolblick, Meerblick, seitlicher Meerblick und Gartenblick. Ansonsten verfügt unser Hotel noch über 4 Suiten, die ca. 32 Quadratmeter groß sind, mit einem Schlafzimmer und einem extra Wohnzimmer. Alle Zimmer sind für maximal 3 Personen zugelassen. Familienzimmer haben wir nicht. Für Familien haben wir Zimmer mit Verbindungstüre. Ansonsten haben wir 2 à la carte Restaurants. Einmal hier im unteren Bereich unser orientalisches à la carte Restaurant, was die Gäste jeden Tag reservieren können und so oft nutzen können, wie sie möchten. Zum anderen haben wir unser Beach Restaurant, auch ein à la carte Restaurant, in dem findet Freitag, Samstag und Sonntag. In unserem Beach-Restaurant findet Freitag, Samstag und Sonntag unser Kettenleitdinner statt mit einem festgegebenen 5-Gänge-Menü. Auch das können die Gäste vorher an der Rezeption reservieren. Ansonsten von Montag bis Donnerstag ist auch da normal à la carte. Alles im Inclusive, All-Inclusive inbegriffen. Das All-Inclusive-Konzept Flachau Club haben wir jetzt seit 2009. Vorher hatten wir normal Halbpension und Vollpension. Ja. Ansonsten schätzen unsere Gäste sehr unseren kostenlosen Wäscheservice, der auch so oft genutzt werden kann, wie man möchte. Die Stammgäste mögen es sehr. Man kann mit gewaschenen Sachen mit einem sauberen Koffer wieder nach Hause fliegen. Ja. Ansonsten haben wir mehrere Bars. Unsere Lobbybar, die 24 Stunden geöffnet hat. Natürlich unsere Poolbar und unsere Swim-Up-Bar, ein weiteres Highlight, was die Gäste auch ja, sehr schön finden. Und unten am Beach haben wir unsere Beachbar, die auch täglich geöffnet ist, an der es aber kein Alkohol gibt. Alkohol gibt es ansonsten nur lokal, im All-Inclusive-Konzept inbegriffen, der Rest importiert gegen Bezahlung. Ansonsten haben wir auch einen Kinderclub mit deutschsprachiger Betreuung, der auch jeden Tag offen hat, mit verschiedenen Programmen. Ein Kinderpool steht auch zur Verfügung und ein beheizter Pool. Der beheizte Pool ist der hier unten, der kleinere. Der größere Pool wird bis jetzt noch nicht beheizt, ist aber in Planung und soll mit Solarenergie erhitzt werden.